Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Morgen in Garden Paws. Ja, nachdem die letzte Folge doch so rüde unterbrochen worden ist, ich bin ein bisschen säuerlich gerade, ist wieder ein neuer Morgen angebrochen. Wir haben schon wieder Post, wir kriegen irgendwie nur Post. Oh, was ist das denn? Town Orders, deliver to Bulletin Board. Frank installed the Bulletin Board. You can now take quests from the Townsfolk. Ach, das ist bestimmt das, was wir gestern schon gemacht haben. Dass wir zu diesen Auftragsbrettern hingegangen sind und dass wir die Quest angenommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, welche Quest. Ich glaube, das war die mit den Blumen hier. The Bulletin Board is in the middle of the town next to the market. Complete the quest from the Bulletin Board. Okay, also wenn ich das abgebe, kriege ich nicht nur die 225 oder was, die ich da bekommen soll, sondern ich kriege, weil das das erste Mal ist, noch 50 extra. Das ist natürlich klasse. Das ist cool. Ich brauche 5 Pink Leaf, weil ich glaube nämlich tatsächlich, das ist Purple Daisy. Ja, die Pink Leaf. Gut, dann tue ich das mal einfach da rein. Die Sachen hier kann ich ja verkaufen. So, dann haben wir jetzt überall, Moment, das, habe ich doch da reingetan, meine ich doch, ich sehe hier überhaupt nichts mehr. Ist auch ein bisschen blöd, dass man das nicht ranzoomen kann oder so. Die, ja, ich wollte gerade sagen, weil die habe ich noch nicht abgegeben gehabt. Okay, die muss ich dann erstmal drin lassen. Gut, 7 Steine kann ich jetzt von mir aus noch verkaufen. Ich weiß nicht, was ich dafür kriege. Aber können wir machen. Das ist kein Thema. Und die hauen wir jetzt einfach noch mit da rein. So. Jetzt haben wir alles, was wir machen müssen. Erstmal Deliver to Thorn. Ich weiß nicht, was ich jetzt da hinbringen muss. Das war doch der hier oben, ne? Genau. Der mit den Hasen-Ding da. Der. Ja. Aber ich habe doch das Teil noch gar nicht gebaut. Deswegen verstehe ich jetzt irgendwie nicht, was soll ich jetzt da hinliefern? Oder hatte der noch eine Quest für mich? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber ist in Ordnung. Ich meine, ich bin ja öfter mal verwirrt bei diesem Spiel irgendwie. Oh, die haben wir auch direkt dabei. Die können wir direkt neu mitnehmen. Das ist sehr schön. Die nehmen wir auch direkt mit. Eier nehmen wir auch immer gerne mit, auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, was ich damit machen kann. Aber die werden ganz sicher auch noch irgendeinen Nutzen haben. Nee, von hier aus rechts irgendwo. Da war ja, genau. Leider sehe ich jetzt hier keine neuen Karotten. Schade. Oh, da hinten ist aber noch. Moment, ich komme sofort zu dir. Ich muss mir noch meine Blume klauen. Hi, Thorn. Thanks. There's one chest on top of the waterfall and I saw another chest in the forest under the hutch tree. Here's some coin for the Denillions. Okay, also er sagt vielen Dank, wofür jetzt auch immer es war. Es gibt eine Truhe oben am Wasserfall, ja, die kennen wir ja schon, und er hat noch eine andere im Wald gesehen, unter dem hohen Baum. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die auch schon gesehen haben, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, was er jetzt mit Wald meint. Und wir haben ein paar, also ein bisschen Geld für unsere Mühen bekommen. Oh, 250. Das ist doch nicht nur ein bisschen. Thorn, du machst mich schwach. Aber im positiven Sinne. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zum... Ich muss direkt mal gucken hier. Sind hier eigentlich wieder neue Bäume, die man schütteln kann? Ah, da unten. Zitronenbäumchen, Zitronenbäumchen. Hammer für mich bitte. Perfekt. Und ich habe gesehen, dass hier noch ein... Flupp. Ich habe nichts gesehen. Da war gar nichts. Nein, nein, nein. Da hinten. Das Zitronenbäumchen kann man, glaube ich, noch nicht machen, ne? So wie es aussieht. Okay, ah, hier aber kann man wieder eins machen. Perfekt. Ich muss ja immer schön neue Zitronen auf dem Weg wieder mitnehmen, weil das halt ziemlich lange dauert, bis man die wieder eingesammelt hat. Und ich möchte halt schon gerne wieder Limonade damit erstellen, damit ich die dann entsprechend verkaufen kann, weil die war doch ziemlich teuer, glaube ich. 250 oder irgendwie sowas. Pro Limonade wohl bemerkt. Also das ist schon krass geil, um es mal so zu sagen.
So, hier sind überall keine Blaubeeren dran. Da brauche ich dann auch nicht für anzuhalten. Dann schauen wir mal eben. Pink Leaf muss ich abgeben. Die beiden Seeds weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich die... Doch, die habe ich hier drin. Perfekt. Ah, nee, doch, das sind die. Können wir die direkt da rein tun. Und die haben wir jetzt hier gerade nicht drin. Dann können wir mal eben hier gucken, ob ich die da reingetan habe. Da habe ich sie nicht reingetan. Steine könnte ich mal wechseln, dass ich da genau 50 von habe. Obwohl, wenn ich die jetzt gewechselt habe, Moment. Waren das jetzt 43 und 7? Dann stimmt das jetzt wieder. Dann tue ich das jetzt erstmal hier rein. Das ist ja im Prinzip egal. So, aber die Eier könnte ich nochmal eben schnell wegtun. Och, geht mir doch mal aus dem Fickchen. Mann, ey. Die Gioden brauche ich. Die Limonen, die kann ich erstmal wegtun. Okay, dann laufe ich jetzt nochmal eben ganz schnell. Muss ich überhaupt in die Richtung? Ich sehe das immer so schlecht. Wen suche ich denn jetzt überhaupt? Beltram. Okay. Okay, das ist der eine hinten. In der Stadt drin, okay. Ja, dieses Hin- und Herlaufen finde ich immer so ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, ich bin ja hier auch schon am schnell sprinten und habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass die lahmarschig ist ohne Ende, beziehungsweise, ja, im Vergleich zu sonst. Also so läuft sie halt normal und so sprintet sie. Sie ist schon schneller, aber man hat immer das Gefühl irgendwie, dass sie nicht wirklich schneller ist. So. Ja. Wo haben wir dich denn? Ich meine, ich weiß, wer du warst, aber ich bin mir nicht sicher. Drin, drin, drin. Beltram! Ich darf mir auch nicht sicher sein. Bist du da hinten irgendwo? Irgendwo im Blickrichtung. Ach, da hinten ist ein Fragezeichen. Na, Beltram, ich habe dich gefunden. Kannst dich nicht vor mir verstecken. So, einmal komplett. 255 abgeschlossen. Yay. Hier ist your new workbench as promised. Deine neue Werkbank? Once you place it, you can access more crafting recipes. I've added some for you to start with, okay? Also wenn ich die einmal installiert habe, kann ich mehr Sachen craften. Und er hat mir wohl schon ein paar Vorlagen, so wie ich das verstanden habe, reingemacht, damit ich damit anfangen kann. Here's the completed workbench and the blueprint, so you can make your own. Also, das ist schön, obwohl ich nicht weiß, was ich mit mehreren Werkbänken soll. Aber ich gucke mir das erstmal an. Also er hat mir jetzt die Werkbank gegeben und eine Blaupause, damit ich mir die selber herstellen kann. Once you place it, you can pick it up and move it with a hammer. Mhm. Also mit einem Hammer kann ich die, wenn ich die einmal hingestellt habe, wieder woanders hin bewegen. Das wusste ich jetzt noch nicht. Jetzt weiß ich zumindest, wofür der Hammer ist. Das ist schon mal gut. Ich habe Freelancing freigeschaltet. Yay! Okay. Thanks, it's Geode. Achso, ja. Has a chance to drop copper, silver, gold or planstone. Here's what I got from yours. If you ever want to crack a geode open, just hold it in your hand and use it on the anvil here. Ah, der meint bestimmt, dass hinter sich hier den... Wie heißt das Ding denn jetzt auf Deutsch hier? Man kennt es auch aus Minecraft. Aber ich gerade nicht, weil ich irgendwie gerade überhaupt nichts mehr kenne. Habe ich nicht gesagt mit F9? Mit F10 kann man die UI ausschalten, okay. So, ich möchte mich... Okay, kann man das auch mit ASWD machen? Das ist ein bisschen komisch irgendwie. Guck mich mal an. So, perfekt. Okay. Ich glaube, ich lasse das lieber einfach in Zukunft. Also, ich gehe hier dran, kann aber nichts machen. Okay. Achso, ich muss das auch in der Hand halten. Ich habe ja auch gar nichts jetzt, ne? Ich habe Kohle. Doch, ich habe noch 3 Geoden. Die mache ich mal auf die 7. So, wenn ich die jetzt in der Hand habe, kann ich hier hingehen, hat er gesagt. Und kann die kaputt machen.
Jetzt habe ich Silber bekommen. Silber. Und Kappa, keine Ahnung. Kupfer wahrscheinlich. Ja, cool. Es ist ein bisschen mühsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist cool. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht... Nehmen wir was anderes in die Hand. Ich wollte jetzt nichts haben, was jetzt irgendwie hell ist. So, thanks for replacing my pickaxe. Here's some coin for the silver. Wieso pickaxe? Ich wollte gerade sagen, ich habe meine jetzt aber nicht abgegeben, oder? Habe ich jetzt irgendwas gemacht? To deal with the thorns, we'll still need more silver for an axe. Okay. Also, um mit den Thorns, oder ich weiß nicht, ob das jetzt ein Name ist oder so, handeln zu können, brauchen wir mehr Silber für eine Axt. Can you collect 5 silver and 10 wood? Also 5 Silber und 10 Holz brauchen wir. When you get a geode, you can break it up open at the anvil for a chance to get silver. Also ich schätze mal, ich werde wohl ganz, ganz viele Steine jetzt heute machen müssen. Okay. Ja gut, tut mir leid, lieber Shop, aber da habe ich jetzt heute leider keine Zeit für. Ich muss mich heute ganz dem Bergbau verschreiben. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Moment, ich laufe noch in die völlig falsche Richtung, oder? Das kann ich auch abgeben, oder wie war das? Deliver? Oh Gott. Oh mein Gott, wie sieht denn der Assistent aus? Ach du Scheiße, das ist mir jetzt heute zum ersten Mal aufgefallen. Schlimmer als die Grinsekatze. So, einmal complete. Zack, und 50 haben wir wieder mehr. Da können wir jetzt das nächste abnehmen. I'm looking for 5 daisies for a gift. Okay, also er will 5 daisies haben. Ich krieg aber auch nur 67 dann. Naja, gut. Ist nicht viel, aber kann man mit arbeiten. Ich meine, ne? So, Geoden. Jetzt müssen wir ja wirklich alles abfarmen, damit wir hier die Geoden so viele wie möglich kriegen. Weil wir brauchen, was haben wir gesagt, 5 Silber, glaube ich. Und 5 Holz. Ja, ich denke mal, das haben wir, glaube ich, jetzt nicht dabei, aber das können wir entweder abholen von uns oder wir können das unterwegs mal kurz farmen, wenn wir noch was Energie haben. Also das dürfte nicht das Problem sein, aber ich glaube, bei Kohle bekommt man wirklich nur Kohle. Wohingegen bei Stein hat man halt eine gewisse Prozentzahl an Chance. Hier ist sonst nichts mehr, dass man dann auch Geode drin hat, ne? Wie das aussieht. Wobei ich bei denen anscheinend jetzt nicht wirklich was habe. Ich muss mal darauf achten, wenn ich große Steine mache. Das ist ein großer Stein zum Beispiel. Ob dann die Wahrscheinlichkeit... Hallo? Ob dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich da vielleicht was bekomme. Nee, da haben wir jetzt 7. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach nur eine Scheißrunde. Dass ich jetzt hier kein einziges bekomme, ist doch doof. Ja, okay. Das ist dann jetzt wirklich etwas blöd. Ah, im Wasser habe ich was bekommen. Wahrscheinlich, weil das jetzt irgendwie komplizierter ist, ranzukommen oder so. Weil man dann ja auch noch schwimmen muss teilweise. Okay, das bringt mir jetzt nichts. Vielleicht auch nicht. Na gut, jetzt haben wir einen mehr. Ach so, ich wundere mich die ganze Zeit. Oh, ich bin ja auch so blöd. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das oben nicht besser wird. Und ich nicht mehr bekomme, wo ich doch die ganzen Geoden eingesammelt habe. Ich muss sie natürlich öffnen. Nur dann kriege ich das Silber. Ich bin auch wirklich so dämlich heute. Eieiei, okay. Wo ist eigentlich der Schmied oder bist du der Schmied? Weil wir hatten ja eine Schmiede gebaut, meine ich, ne? Ich denke mal, dass der jetzt der Schmied ist. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. So, die Geoden in die Hand nehmen. Zack. Dann haben wir Gold. Das ist schön. Wie not in das... Och, nö, nur. Wollt ihr mich denn veräppeln oder was? Jetzt muss ich tatsächlich nach Hause gehen, damit ich was... Ja, ich sag ja, ich hasse diese Rumlauferei irgendwie.
Ach Leute, es könnte so schön einfach sein, aber ihr macht es immer wieder unnötig kompliziert. Dann laufen wir halt nochmal eben schnell nach Hause. Das wäre jetzt so schön, hier auf dem Rückweg den Sand noch mitzunehmen. Können wir natürlich auch nicht machen. Bin ich echt mal gespannt, wenn wir die Werkbank einmal aufgebaut haben, was wir da jetzt alles machen können. Es ist überhaupt, wir können irgendwie pro Folge, wenn wir hier was machen, können wir irgendwie so viele neue Sachen machen momentan, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wofür ich jetzt die Überschrift machen soll. Soll ich die machen, weil wir eine erste Werkbank haben? Oder soll ich die machen, weil wir die ersten Sachen gebaut haben? Oder was weiß ich was. Also es ist wirklich auf der einen Seite schlimm. Auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo grandios. Hier kann ich echt nichts mehr reinmachen. Das ist wirklich Mist jetzt. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Okay, dann machen wir das so. Nehmen wir das Holz mit. Die Steine tun wir mal weg, weil ich das hier öffnen möchte. Dann kommt das nämlich hier rein. Pink Leaf brauche ich aber jetzt auch nicht mehr, ne? Moment, ich habe doch. Ja, ich habe doch vorhin noch eine Quest angenommen. Machen wir es aber mal eben kurz anders. Ich nehme mal eben die Werkbank. Building Mode. Ach so, muss ich vorher drücken. Ah, okay. Was mache ich denn mit der Werkbank? Ich würde sagen eigentlich, dass wir hier hinten irgendwie was machen. So, Rotate. Ich würde die schon gerne recht gerade hier hinstellen. So. Unsere erste Werkbank. Sieht das nicht toll aus? Es tut mir wirklich leid, aber davon muss ich jetzt wirklich mal eben ein Bild machen. Jetzt hat er, glaube ich, wieder weggeguckt, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Okay. Aber es ist unsere erste Werkbank. Ich finde das total klasse. Ich muss es auch mal eben benutzen. So, da ist das Gleiche drin. Das ist jetzt die gleiche Werkbank oder ist es eine andere Werkbank? Ne, es ist eine andere, oder? A workbench to craft furniture items at. Das ist doch die gleiche, oder nicht? Dann habe ich noch Storage Workbank, a workbench for creating storage solution. Ah, sag mir bloß. Oh, wie geil ist das denn? Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, dass wir uns die Sachen hier bauen. Ah, das ist ja klasse. Da können wir sogar unseren eigenen Ofen bauen. Oh, gut, dass ich Steine geholt habe. Wobei Flint. Ah, Kapperohr, da habe ich, glaube ich, auch eins. Einen Grill können wir uns sogar herstellen. Sogar einen Grill mit Dings drunter. Das ist natürlich viel schöner hier. Ist das fürs Klo? Ach so, nein. Used to make cheese. Das ist, um Käse herzustellen. Okay. Das ist natürlich auch geil. Das sind alles so Sachen. A wooden planter that can hold one plant. Soil does not need to be tilled. Also, ich verstehe es so, dass man da Pflanzen reinmachen kann. Ich weiß aber nicht, ob man die da züchten kann oder ob man nur eine dekomäßig reinmachen kann. Und dass man die wohl nicht gießen muss, wenn ich das richtig verstehe. Kann jetzt hier unten nicht gucken. Da ist mal wooden planter. That can hold one plant. Also es sind, ja, ich denke mal wirklich, dass das so Dekorationssachen sind. Ein Wasser-Dings hier. Oh Gott. Eine Foundation. Das ist natürlich geil. Das wäre dann der Untergrund für unser Haus. Wooden Ramp. Pflasterwall. Aus Pflastersteinen oder wie? Das ist auf jeden Fall eine Wand aus Pflastersteinen, wenn ich das richtig sehe. Oh, ist das geil. Wir können unser eigenes Haus bauen. Oh, mir geht, glaube ich, gerade einer ab, ehrlich. Aber das sind natürlich so viele Sachen und so teure Sachen, die man, glaube ich, teilweise dafür braucht. Das ist natürlich krass. Wir können unseren eigenen Brunnen hier hinstellen. Wir können hier, oh mein Gott, aber den Hasenstall sehe ich gar nicht. Trainingsdummy und Trampolin können wir sogar hier hinstellen. Wie geil ist das denn? Jetzt weiß ich zumindest, ach, jetzt können wir gar nichts mehr machen, was wir verkaufen können, weil wir nämlich überall nur noch die Sachen brauchen, um was. Ah! Was Eigenes zu bauen. Da brauchen wir in erster Linie ganz, ganz viel Holz für. Oh, okay. Das ist ja geil. Oh, ich weiß gar nicht. Oh.
Ich weiß gar nicht, wo mir hier gerade der Kopf steht, ganz ehrlich. Das ist so cool. Ich gehe jetzt aber nochmal schnell zurück wegen den Gioden. Ich denke mal, ich werde heute auch nichts mehr verkaufen. Ja, bis ich wieder zu Hause bin, kann ich eh nichts mehr verkaufen. Das tut mir jetzt leid. Wir müssen auf jeden Fall auch noch ganz, ganz viel farmen. Leider nicht zum Verkaufen, was ich ja gerne machen würde. Aber um bei uns Sachen zu bauen, weil ich finde das gerade sowas von genial, was man alles bauen kann. Und vor allen Dingen alles ja für sich selber, wenn ich das richtig gesehen habe. Also alles, was ich bei mir bauen kann, ist ja für mich selber. Es sei denn natürlich, jemand hat eine Aufgabe, der jetzt sagt, baue mir einen Brunnen oder so. Dann wäre es natürlich nicht für mich selber. Irgendwo hier war das jetzt, oder? Da hinten. Genau. Oh, ich bin gerade so mega aufgeregt, bin ich ganz ehrlich. Oh mein Gott. Moment, wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Da haben wir nochmal Silber. Kappa Ohr. Mist, wir kriegen Gold. Das ist an sich ja gut, aber es ist nicht gut, wenn wir Silber brauchen. Wieso kriege ich da einen Stein raus? Na toll. Silber. Oh, bitte noch ein Silber, komm. Ein Silber. Och, ihr könnt mich mal. Jetzt habe ich keins mehr. Mann. Nee, das ist doch scheiße. Und ich habe jetzt auch keine Ausdauer mehr. Ja, da müssen wir wirklich morgen dann nochmal wiederkommen. Oh Gott, ich bin so dermaßen gespannt gerade, ne? Das kann ich euch gar nicht, das kann ich euch gar nicht rüberbringen, wie gespannt ich hier bin. Wieso hat der ein Ausrufezeichen? Hi, Mr. Mooney. Hey, haven't introduced myself yet. I'm Mooney. I run the best chicken farm. Ja, das wissen wir doch alles. In the lands. I am running low on poop, though. Think you can handle bringing me 20 poop? 20 Scheißhaufen will der haben. Ach, ich hab sogar. Oh, kann ich direkt abgeben. Okay. Thanks. Stop by from time to time. Ja, kein Thema. Habe ich jetzt Geld bekommen überhaupt? Ich habe da gar kein Geld für bekommen, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, wenn du meinen Pup brauchst, dann klaue ich bei dir mal wieder einen neuen Pup, wenn ich schon mal hier bin. Oh, hallo Vögelchen. Hallo, ach. Wie heißt ihr denn? Du bist ein Hühnchen. Das andere sind Küken, genau. So, geht mal bitte weg hier. Ihr leicht dickerlichen Küchen hier. Da haben wir nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal wieder hier raus. Nur, das müssen wir natürlich auf dem Rückweg mal eben mitnehmen. Wenn wir schon mal was haben. Das ist dann auch ein einfacher Weg letztendlich. Das ist immer normaler Stein. Naja. Achso, den kann ich so nicht mitnehmen. Sind die alle so groß? Oh Gott. Ich kann aber auch nur noch eins machen. Und dann habe ich. Oh, da ist schon wieder so eine schöne Blase. Ich finde die total schön, aber ich weiß halt nicht, ja, ob das was Besonderes ist oder nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich die auch abschießen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich muss sie tatsächlich abschießen. Wie geil ist das denn? Und das fällt jetzt mitten ins Wasser. Oh, verarsch mich nicht. Blue Mystery Box. Nicht sterben, nicht sterben. Bin ich jetzt gestorben? Aber ich habe zumindest meine Sachen. Blue Mystery. Ach so, die anderen habe ich jetzt da unten drin. Okay, gut, da muss ich auf jeden Fall erstmal eben schnell nach Hause. Oh Gott, ich muss mir, glaube ich, erstmal eine Liste machen, was ich jetzt überhaupt alles habe. Ich wollte gerade sagen, wieso hört sich das jetzt hier so komisch an? Ich habe den Stab ja noch in der Hand. Ich muss mir meine Liste machen, was ich jetzt hier eigentlich alles machen muss. Also ich muss auf jeden Fall den Hühnerstall noch machen. Ich möchte mir noch Sachen craften. Und die verschiedenen Werkbänke muss ich auf jeden Fall noch machen. Oh mein Gott, ich bin echt so aufgeregt gerade. Das könnt ihr echt nicht nachvollziehen. Das könnt ihr nicht nachempfinden. Ohne Scheiß jetzt. Können wir die Federn hier reintun? Ja. Das tun wir mal nach unten wieder. Holz. Achso, das war das Holz, was ich da abgeben muss. So, nein, ich möchte hier raus. Vielleicht können wir jetzt auch mal.
ja nervig hier. Vielleicht können wir jetzt auch mal einen großen. Ja, hier habe ich gar keinen Platz mehr drin. Na toll. Ich wollte gerade eigentlich sagen, vielleicht können wir jetzt mal eine große Kiste machen, wo wir mal alles reintun, weil mit den kleinen, das ist ja abartig. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt habe ich hier aber keinen Platz für gar nichts irgendwie. Doch den einen Stein, den kriege ich da noch rein. Aber sonst kriege ich hier gar nichts rein. Nee, das ist auch keine Kiste hier, ne? Das ist nur Deko. Ja, oh, nein, ach, ich komme immer auf dieses blöde automatische Laufen. Ich muss mal gucken, ob ich das rausnehmen kann. Ja, es wäre natürlich gut, Gold, Silber, ich denke mal Kupfer soll das sein, dass wir von denen, oder wenn wir von denen noch mehr kriegen würden. Wie gesagt, wir machen es jetzt erstmal so, dass ich den Tag abschließe. Und oh, ich bin so dermaßen gespannt, aber ich brauche auch irgendwie Platz, dass wir vielleicht, dass ich offline vielleicht erstmal eine Runde verkaufe und vielleicht noch ein bisschen Holz farme, weil das brauchen wir ja auch noch. Achso, ich kann jetzt aber die Box öffnen. Moment. Oder muss ich die in der Hand halten? 7 Open Mystery Box. Was ist das denn? Silver Jellyfish. Okay. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht irgendwie geil aus. Ich wollte hier aber eigentlich nicht, so. Ich wollte nämlich eigentlich ins Bettchen gehen. Auch wenn die Folge jetzt wieder ziemlich lange geworden ist. Ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich ist. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, das ist ein Fenster oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ach so, dann könnte ich ja auch Sachen machen, die ich hier in mein Haus stellen kann, wenn ich dafür was habe. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich gehe jetzt ganz schnell ins Bettchen. Ich verabschiede mich jetzt ganz schnell von euch und hoffe, dass wir in der nächsten Folge, dass die ganz schnell kommt, dass wir dann in der nächsten Folge gucken können, was wir da alles so bauen können. Und ich werde offline noch ein bisschen Holz farmen und gucken, dass ich hier noch ein Stück Silber bekomme. Bis zur nächsten Folge. Ciao.